Am Thema Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility kommt heute kein Unternehmen mehr vorbei. Wer sich einen umfassenden Überblick über sämtliche CSR-Aktivitäten in Österreich verschaffen möchte, hat es oft schwer. Abhilfe schafft hier das CSR-Jahrbuch für unternehmerische Verantwortung. Als gelernter Journalist waren mir die Ideen immer am liebsten, wo es so einen völlig undurchsichtigen Markt gibt. Das hat mir immer am meisten Spaß gemacht und war immer die größte Herausforderung, irgendwo so ein Thema zu finden, wo es überhaupt keine Transparenz gibt, keinen Durchblick. Und CSR war vor 7 oder 8 Jahren so. Also meine Herausforderung war, eine Ordnung ins Chaos zu bringen und das so darzustellen, dass man sich mehr vorstellen kann an die Leute, die sich jetzt nicht so damit befassen. Bereits zum 6. Mal stand der Marmorsaal des Ministeriums für ein lebenswertes Österreich bei der Präsentation des CSR-Jahrbuches 2015 ganz im Zeichen von Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung. Selbst Minister Rupprechter gab sich von diesem Jahrbuch überzeugt, für das 460 Unternehmen erhoben wurden. Und Staatssekretär Harald Mahrer ergänzt: Ich kenne ja schon seit vielen Jahren, der Michael Fembeck ist ein langjähriger Bekannter, der ja auch im Verband gemeinnütziger Stiftungen aktiv ist, so wie ich, also jemand, der mit dem CSR-Thema, aber dem Gemeinnützigkeitsthema und dem Nachhaltigkeitsthema sich seit langen Jahren beschäftigt. Teil einer total aktiven Community in dem Bereich, die in Wirklichkeit auch durch diesen Guide abgebildet wird. Also er macht sichtbar, was österreichische Unternehmerinnen und Unternehmer mit ihren Mitarbeitern gemeinsam im CSR-Bereich bereits erfolgreich umgesetzt haben. Womit sie für Nachhaltigkeit, für ökologische und soziale Orientierung sorgen, das finde ich sehr toll und er ist damit ein wahnsinnig bedeutendes Kommunikationsinstrument, der Guide. Dieser Guide, der unter www.csr-guide.at auch online verfügbar ist, vermittelt einen anschaulichen Überblick über unternehmerische Verantwortung heimischer Firmen. Ich glaube, das ist wirklich ein gutes Nachschlagewerk, wenn man schauen möchte, welche Unternehmen setzen welches Engagement und setzen sich für welche Bereiche ein. Also wirklich, man kann einfach wirklich überschlagsmäßig sehen, wer ist bei welchem Award dabei, wer hat welche Zertifizierungen, wer investiert in welchen Bereich. Also es ist ein spannender Überblick und man sieht eigentlich gleich, wohin, in welchem Bereich ein Unternehmen engagiert ist. Für die hochkarätigen Gäste gab es im Anschluss an das intensive Gespräch mit den Vertretern der Bundesregierung nicht nur reichlich Gesprächsstoff für Business Talks, sondern auch nachhaltige Gaumenfreuden mit typisch österreichischen Schmankerln von Schick Catering.